Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen wieder F1 22. Letzten Freitag sind wir in Großbritannien ein wirklich gutes Rennen gefahren, aber am Ende ist uns das Benzin ausgegangen, also das darf uns nicht mehr passieren. Jetzt geht's weiter, wir spielen heute den großen Preis von Österreich, aber zuerst klären wir wie immer einige Managementaufgaben. Hier haben wir schon das G-Kraft-Training für unseren zweiten Fahrer reingenommen, danach gibt's die Pirelli Hot Lap. Die fahren wir ja sowieso nicht, also das wird gleich übersprungen. Aber wir müssen natürlich die Einrichtungen ausbauen und auch F&E-Geschichten machen. Also Einrichtungen, Qualitätskontrolle haben wir überall schon eine Stufe hochgetan. Ich würde sagen, jetzt könnten wir mal bei der Bauzeit ein bisschen was machen, denn in der nächsten Saison möchte ich ehrlich gesagt schon die Bauzeit ein bisschen reduziert haben. Das können wir jetzt bei diesen beiden machen. Das ist doch hervorragend. Und schon haben wir kein Geld mehr. So schnell geht die Kohle weg. Und jetzt gehen wir zum F&E. Und jetzt wird es richtig interessant, denn wir haben 2171 Punkte zu vergeben. Und der Teileffekt vom hier von der Gewichtsumverteilung, die Motorhaube, das kommt noch. Das dürfte fertig werden vor dem nächsten Rennen. Und das ist auch bitter nötig. Denn rechts in der Leistungsvergleichstabelle sehen wir, Williams hat uns jetzt sogar überholt. So, jetzt müssen wir uns aussuchen, was wir noch am Auto schön verbessern wollen. Hier können wir auf jeden Fall nichts machen, denn zwei Tage dauert es noch, bis der Beamflügel fertig ist. Ich hoffe wirklich bei Gott, dass endlich mal das funktioniert und nicht die Entwicklung scheitert. Hier können wir auch nichts machen, das ist die Motorhaube, die ich angesprochen habe, die ist in einem Tag fertig, also in zwei Tagen können wir wieder zwei Slots nutzen, aber wir wollen sowieso lieber das hier machen, den Zylinderkopf, der ist um 15% sogar reduziert, kostet nur 935 Ressourcenpunkte, nur in Anführungszeichen, das ist nämlich richtig teuer, aber wir sehen rechts unten wirklich, der bringt uns enorm, enorm viel. Also das wollen wir auf jeden Fall machen. Der ist dann fertig am 23. August, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, pünktlich zu Spa-Francorchamps wird das fertig. Spa-Francorchamps in 50 Tagen nämlich. Also dauert richtig lange. So, wir haben noch 1200 Ressourcenpunkte übrig. Jetzt können wir hier bei der Strapazierfähigkeit vielleicht was machen. Zum einen haben wir das hier oder das hier. Ich würde sagen, wir machen das hier, weil das günstiger ist und ein paar mehr Prozente Rabatt hat. Wird natürlich auch nicht bis Österreich fertig. Bis Österreich werden wir nichts mehr fertig kriegen, was wir jetzt neu bauen lassen wollen. Ansonsten können wir gar nichts machen. Wir müssen sparen die Ressourcenpunkte, denn wir haben jetzt in jeder Einrichtung was am Laufen. Genau, Chassis, Aerodynamik, Strapazierfähigkeit und Antrieb. Und wir werden uns ordentlich verbessern. Wir werden auf ein Niveau kommen wie Aston Martin, wenn ich das richtig sehe. Also richtig stark. Jetzt müssen wir aber wirklich hoffen und beten, dass der Beamflügel funktioniert. Motorhaube funktioniert auf jeden Fall, die ist nämlich schon mal gescheitert. Und der Beamflügel funktioniert auch sehr, sehr gut. Die Pirelli Hot Lap wird übersprungen. Und damit sind wir schon beim großen Preis von Österreich. Wir schauen uns aber, bevor wir da reingehen, jetzt wirklich nochmal die aktualisierte Tabelle an. Wir haben jetzt Williams wieder überholt. Und wir warten jetzt, dass die anderen Geschichten fertig werden. Ich würde sagen, wir nutzen die 786 Punkte aber jetzt nicht in den Umbau, das machen wir nach dem großen Preis von Österreich, da kriegen wir wieder was dazu und dann haben wir wahrscheinlich wieder um die 2000 Ressourcenpunkte, die wir investieren können. Und dann können wir bis Spa wirklich einiges machen, denn da ist eine längere Saisonpause, aber jetzt fahren wir erstmal den großen Preis von Österreich, den Red Bull Ring, den mag ich persönlich sehr, eine richtig geile Strecke. Ich fahre jetzt die Trainings und natürlich das Qualifying und dann sehen wir uns wieder, wenn das Rennen losgeht. Ganz so schnell sind wir dann doch noch nicht beim Rennen, denn Österreich ist einer der Grand Prix, wo es ein Sprintrennen gibt. Wir haben gerade das Qualifying absolviert. Leider sind wir 22. und damit Letzter geworden. Wir starten beim Sprintrennen in Spielberg gleich also als Letzter. Im direkten Duell mit unserem Rivalen Albon steht es 14:17 zugunsten von Albon. Es sind nur noch zwei Rennen in dieser Rivalität zu absolvieren, also Österreich und dann das nächste. Wir müssen uns also jetzt wirklich den Arsch aufreißen, um es mal ganz deutlich zu sagen, um diese Rivalität noch gewinnen zu können. Hier sehen wir, dass wir eigentlich das Ticken bessere Auto haben als Albon, aber er ist genauso wie Latifi am Ende vor uns und unserem Teamkollegen gelandet. Also die beiden starten auf 19 und 20 und wir starten auf 21 und 22. Aber es ist ja erst das Sprintrennen und danach kommt erst das Rennen. Wir haben zwei aktive F und Es, das habe ich euch ja vorhin schon angekündigt. Also die beiden werden bald ausgebaut. Vor allem der Zylinderkopf wird uns einen ordentlichen Sprung
nach vorn verpassen. Hier auch noch eine interessante News, bevor wir reingehen ins Sprintrennen. Wir haben jetzt überall uns neue Komponenten gegeben, so dass wir zwar noch nicht strafversetzt werden, aber wir werden auf jeden Fall einmal noch strafversetzt in dieser Saison. Das werden wir dann irgendwo bei den letzten vier Grand Prix machen, denn wir werden mit den aktuellen Komponenten natürlich nicht noch fünf Rennen durchhalten. Das ist der aktuelle Stand in der Weltmeisterschaft. Leclerc führt jetzt relativ deutlich vor Sainz mit 117 zu 86 und dann kommt erst Max Verstappen mit 84 Punkten. Wir sind relativ weit unten zu finden. Vettel ist aber der einzige Fahrer, der ebenfalls keinen Punkt hat und besser ist in der Rangliste als wir. Also, das ist ein bisschen problematisch, denn wir würden natürlich auf der rechten Seite auf der Konstrukteursrangliste gerne noch an Aston Martin vorbeiziehen. Deswegen brauchen wir irgendwann einen Punkt und ich habe die Hoffnung, dass es in Österreich endlich klappt. Dafür müssen wir jetzt aber ein gutes Sprintrennen hinlegen. Für das Sprintrennen gibt es natürlich keine besondere Taktik. Wir fahren eigentlich nur mit einem Reifen los, werden mit dem zu Ende fahren. Es gibt also keinen Boxenstopp. Wir haben die Wahl, ob wir mit Gelb oder mit Weiß losfahren. Natürlich nehmen wir da den gelben Reifen, weil er ähnlich langlebig ist, aber dafür relativ deutlich schneller ist. Und wir nehmen ein ganz klein wenig weniger Benzin mit als eigentlich geplant. Wir fahren ja nur 12 Runden, also da sollten 13,1 Runden für Benzin eigentlich reichen. Wir gehen rein ins Sprintrennen. Die Lichter gehen an und die Lichter gehen aus. Das Sprintrennen in Österreich ist soeben gestartet und wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Wir starten als Letzter. Im schlimmsten Fall werden wir hier im Sprintrennen auch Letzter oder crashen raus und starten dann im Rennen halt auch als Letzter. Also es ist wirklich nichts zu verlieren für uns, aber wir können viel gewinnen. Tja. Meine Güte, du. Was soll man dazu sagen? Ich starte das jetzt nicht neu. Es ist jetzt eben so, wie es ist. Wen hat's denn da erwischt? Waren das die beiden? Ne, das war Latifi bloß. Alter, das ist ja Katastrophe. Wo ist eigentlich jetzt Albon? Frage ich mich doch in diesem Zuge da vorne. Unglaublich, der Typ hat sich wieder nach vorne geschlichen. Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Schaden am Auto. Nach diesem kleinen Gecrashe mit Latifi. Gerade wollte ich noch erklären, ich muss aggressiver sein und wir haben nichts zu verlieren. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier mal ein bisschen nach vorne kommen. Und direkt in der zweiten Kurve crashen wir das erste Mal. Aber ich glaube, wir haben keinen Schaden davon getragen. Zumindest wurde uns das nicht angezeigt. Also von daher können wir damit eigentlich ganz gut leben. Jetzt haben wir vor uns... Oh ja, unser Teamkollege hat Schaden bekommen. Schade. Scheiße. Das wollte ich natürlich nicht, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das unsere Schuld war. Auf jeden Fall ist er damit raus. Und Latifi... Weiß ich nicht, fährt der weiter oder fährt er auch in die Box? Bin ich mir noch nicht sicher. Ja, der scheint weiter zu fahren und ist damit jetzt hinter uns. So, und wir haben jetzt Vettel und Stroll vor uns. Das sind die beiden, beziehungsweise mit Albon natürlich davor, sind das genau die drei, die wir noch überholen müssen. Wobei Vettel natürlich eigentlich nicht machbar ist, weil der aus dem Auto einfach unfassbar viel rausholt. Aber die drei da vorne, die müssen wir eigentlich überholen. Das muss unser Ziel sein jetzt hier im Sprintrennen. Und ich würde sagen, wir riskieren da jetzt einfach echt mal einiges. Denn wir haben echt nichts zu verlieren, also wirklich. Da können wir jetzt ruhig mal ein bisschen Gas geben. Im schlimmsten Fall crasht es uns halt mal raus und wir haben ein DNF. Aber dann starten wir halt eh als Letzter. Also ich meine, was soll's. Oh, wir müssen jetzt aufpassen mit dieser Streckenbegrenzung. Aber ich wollte unbedingt rankommen, wenn es DRS gibt, deswegen bin ich jetzt da so weit rausgefahren. So, jetzt haben wir DRS, genau das wollten wir. Und jetzt können wir Vettel schon angreifen. Okay, Vettel crasht da noch mehr rein, als wir das wollten. Und haut damit fast Stroll raus. Unglaublich, aber wir konnten jetzt dadurch nicht überholen. Weil die Bahn einfach schon belegt war durch Vettel. Der wird sich jetzt Stroll holen. Das ist eigentlich ganz gut für uns. Denn Stroll wird für uns leichter zu überholen sein als Vettel. Da bin ich mir relativ sicher. Diese Sprintrennen sind wirklich geil, weil da ist wirklich Fight angesagt. Kein Taktieren, da wird sofort drauf losgefahren. Sogar unter Teamkollegen. Also Stroll bleibt vorwiegend jetzt erstmal vorne. Aber das wird nicht lange dauern. Ich glaube, bei Startziel geht Vettel vorbei.
Wir müssen darauf achten, dass wir DRS behalten und irgendwie vorbeikommen. Wir müssen irgendwie nach vorne, dass wir einen besseren Startplatz kriegen fürs Rennen. Ah, es ist nicht leicht, die geben alle Vollgas. Also wenn wir nicht DNF gehen, dann wären wir schlechtestenfalls 20. behaupte ich jetzt mal. Ui. Aggressives Überholmanöver, wir haben den Vettel einkassiert. So müssen wir es jetzt mal machen. Dass hier mal was vorwärts geht. Nicht immer nur hinterherfahren und abwarten. Jetzt müssen wir mal hier attackieren. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair war. Und wir jetzt hier ein bisschen auf Crashkurs sind sozusagen. Das müssen wir auch mal lernen, dass wir hier aggressiv jetzt mal in die Zweikämpfe reingehen und unseren Platz erobern. So, jetzt müssen wir wieder ans Troll ranfahren. DRS dürften wir haben, jawohl. Und ran jetzt. Alter, der fährt uns hier aus dem DRS-Fenster raus. Ich fasse es nicht. Und jetzt kommt Vettel uns angreifen. Ja, aber so nicht, mein Lieber. So nicht. Ich hab dir Platz gelassen, aber es reicht halt einfach nicht. Gas jetzt! Oh, nicht gut erwischt die Kurve. Vettel versucht es vorbeizukommen, aber er schafft es nicht. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Gibt's doch nicht, dass das Troll mich hier abhängt. Ich glaube, es hackt. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Ich komme nicht ran an den Troll. Vielleicht sollte ich Vettel vorbeilassen und dann fährt der mich mit DRS wieder vorne ran. Anders kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie ich da wieder rankommen soll. Ich gebe alles, ich komme nicht ran. Das ist nicht mehr aus diesem Auto rauszuholen. Komm schon. Das sind immer noch 2 Sekunden Rückstand. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht mehr ran an den Kerl. Jetzt dreht mich der Vettel. Ich fasse es nicht. Okay, also da kann ich nichts dafür, oder? Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich da was dafür kann. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat mich eindeutig gedreht. Ich habe nichts gemacht. Jetzt muss der in die Box natürlich. Ja, weil er seinen Flügel beschädigt hat. Da bist aber du selber schuld. Gut, jetzt ist aber die Thematik hier durch. Wir werden ans Troll auf jeden Fall nicht mehr rankommen. Ja, und damit ist das Ding eigentlich durch. Wir werden 19. Besser wird's nicht und schlechter wird's nicht. Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, wir spulen vor. Und ich zeige euch dann den Zieldurchlauf. Hoffentlich als 19. Hoffentlich machen wir nicht noch so einen Blödsinn, dass wir noch weiter zurückfahren. Es hat sich nur noch eine nennenswerte Geschichte ergeben, während Leclerc gerade das Rennen gewinnt. Und somit seine Führung in der Weltmeisterschaft ausbaut. Valtteri Bottas ist ausgeschieden aus der Session, dementsprechend sind wir vorgerückt auf Platz 18. Ansonsten schaut euch mal die Zeitabstände an links. Wir haben 15 Sekunden Rückstand auf Albon und Stroll. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,9 Sekunden. Wir haben nicht den Hauch einer Chance, mit denen mitzuhalten. Und schaut euch mal Latifi an. Der hätte uns fast nochmal aufgeholt. Also unglaublich, die Balance in diesem Spiel ist echt eine Katastrophe. Da muss sich Codemasters was einfallen lassen. Das geht so echt nicht weiter. Die Trainingsprogramme zum Beispiel waren hier in Österreich total baby einfach. Ich habe da jedes Trainingsprogramm mit riesen Vorsprung abgeschlossen. Und jetzt im Rennen sehe ich kein Land und auch in der Qualifikation habe ich kein Land gesehen,
Das kann echt nicht wahr sein. Was wir jetzt machen werden, bevor wir gleich ins Rennen starten, wir werden auf jeden Fall die Schwierigkeit von 75 auf 73 runterschrauben. Das ist nicht viel, aber tiefer gehe ich jetzt nicht mehr. Wir bleiben jetzt bei 73 bei jedem Rennen, bei jeder Strecke. Das behalten wir jetzt so bei, 73, das lege ich jetzt einfach fest. Schauen wir uns an, wie sich die Fahrerwertung. Aber die Balance hier ist echt eine Katastrophe. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Kommen wir zu den Willkommen in den wunderschönen Bergen der Steiermark, zu einem weiteren Kapitel in der Geschichte des Grand Prix von Österreich. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven. Diese 10 Kurven ergeben eine extrem schnelle Strecke. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren. Es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeit zum Überholen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Verstappen, Lewis Hamilton und Perez, Fernando Alonso, Norris, Ocon und Mick Schumacher, Magnussen, Joe, Yuki Tsunoda und Ricardo, Gasly, Albon, Lance Stroll und der Tiger. Latifi, Vettel, Boschung und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Unsere Rennstrategie wird wie folgt aussehen. Wir beginnen wieder mal auf den harten Reifen, wechseln dann auf die Medium-Reifen. Man könnte auch auf Soft wechseln. Aber die roten, die verfallen in Österreich unglaublich schnell und man kann eigentlich nur 4-5 schnelle Runden fahren, bevor der Reifen wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist. Deswegen fangen wir an mit weiß und wechseln auf gelb. Wir starten in den großen Preis von Österreich und hoffen, dass wir trotz der weißen Reifen einen einigermaßen passablen Start erwischen. Und das scheint der Fall zu sein. Wir versuchen auf der rechten Bahn zu bleiben, auch wenn es dort gleich eng wird, aber wir wollen uns da auf gar keinen Fall überholen lassen und trotzdem sticht Vettel da rein wie ein komplett irrer Vollidiot. Willst du mich verarschen, Vettel? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Hier so reinzustechen, Alter. Wer sticht? Irgendjemand ist mir jetzt hinten reingefahren, Leute. Ich wollte das nicht, mir ist jemand hinten reingefahren, ich weiß nicht wer. Egal, wir fahren weiter und wir werden überholt, wie als würden wir auf dem Dreirad fahren. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso sind wir denn so langsam in der Geraden? Ist das der Motor? Aber unser Teamkollege ist auch schneller. Wo ist er denn? Jetzt fährt er hier links neben uns. Ist es doch nicht zu glauben. Gut. Okay, wir haben die weißen Reifen. Das müssen wir natürlich mit berücksichtigen. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt einfach alle vorbei und fahren gemütlich mit den weißen Reifen, weil wir haben ja festgestellt, wir können im Duell scheinbar überhaupt nicht mithalten. Also Schwierigkeit, wie gesagt, ist von 75 auf 73 runtergestellt worden. Davon merke ich aktuell noch nichts, aber es ist ja auch nur eine minimale Korrektur. Tiefer runter gehe ich nicht, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wir spielen jetzt jedes Rennen einfach und jede Quali und alles mit Schwierigkeit 73. Das ziehen wir jetzt einfach durch und wir lassen uns da vom Codemasters jetzt nicht mehr ärgern. Denn es ist wirklich ärgerlich, dass man bei manchen Strecken Schwierigkeit 80 braucht. Und bei manchen eigentlich Schwierigkeit 70. Das ist einfach totaler Quatsch. Und die Trainingsprogramme, bei denen ist es am extremsten. Die sind manchmal so leicht, dass man sie mit 2 Sekunden Vorsprung schafft. Und manchmal sind sie so schwer, dass man sie mit 2 Sekunden Rückstand überhaupt nicht schaffen kann. Und klar, manche Strecken kann man besser als andere, aber so deutlich darf der Abstand niemals sein. Und da nicht nur ich das sage, sondern eigentlich das allgemein so die Meinung im Internet auch ist, kann man davon ausgehen, dass das wirklich einfach so ist, dass manche Strecken zu leicht sind und manche zu schwer sind, also beziehungsweise, dass die KI zu stark ist auf manchen Strecken und vor allem die Trainingsprogramme einfach viel zu schwer sind auf manchen Strecken. Also Österreich war so leicht, da habe ich die Ziele locker geschafft, das war überhaupt keine Anstrengung. Und ich weiß gar nicht, welche Strecke es war, da hatte ich keine Chance bei den Trainingsprogrammen, also das
ist einfach ein Wahnsinnsunterschied und der darf so groß nicht sein. So, genug jetzt mit dem Rant gegen das Spiel, denn das Spiel insgesamt ist natürlich richtig geil, sonst würde ich es nicht zocken. Und jetzt geht es darum zu schauen, dass wir hier ein bisschen aufholen können. Wir kriegen auf jeden Fall DRS und wir kriegen auf jeden Fall jetzt unseren Teamkollegen einkassiert. Und ich würde sagen, Latifi holen wir uns auch gleich. Und da vorne ist Albon, den holen wir uns auch gleich. So. Jetzt haben wir die drei Kollegen überholt, die wir überholen müssen. Die zwei Williams und unseren Teamkollegen, die müssen wir schlagen. Und mit dem Powerboost bleiben wir jetzt hier auch vorne. Und jetzt können wir die Aston Martins angreifen. Das ist zumindest das Ziel. So, wir können immerhin einigermaßen mithalten. Vor uns ist Vettel. Oh, da wird es langsam in der Kurve bei den Leuten hier. Was Bottas da hinten macht, ja klar, der ist natürlich rausgeflogen im Sprintrennen und startet deswegen so weit hinten, aber eigentlich gehört der viel weiter vor. Oh mein Gott, was ist hier los? Ricciardo fährt in die Box. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Schock, den man hier gleich bekommt? Ricciardo wohl mit einem Unfall fährt in die Box. Okay, du klebst ihm am Auspuff. Sieh zu, dass du vorbeikommst. So, wir sind da auf jeden Fall dran. Ich krieg dich doch jetzt hier eh wieder. Was soll das denn? Spar dir das doch einfach. So. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber oh, die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Warum nicht? Es gibt viel zu selten Safety Car bei unseren Rennen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, die beiden Williams hängen mir im Heck hinten drin. Aber damit können wir leben. Wir sind vor allem echt... Also, ich bin ernsthaft begeistert, dass ich hier jetzt mit Vettel und mit Bottas mithalten kann. Weil die beide die Mediums haben und ich habe die Weißen. Also, wenn es so weitergeht, dann können wir vielleicht sogar heute Vettel schlagen. Wo ist eigentlich Stroll? Stroll müssen wir eigentlich sowieso schlagen. Wo ist der eigentlich? Kann nicht sein, dass der noch weiter vorne ist. Der muss da ganz vorne sein, oder was? Wir nähern uns einem der Aston Martins. Ich weiß. Ich sehe es, er fährt direkt vor mir, du Trottel. So. Konzentration jetzt, keine Schimpfwörter gegen unseren Funker. Oh, da ist aber wieder einiges hier im Argen bei Vettel und bei Bottas. Die zwei, es ist halt wirklich so, beide sind unfassbar gute Fahrer und beide fahren aber in einem zu schlechten Auto für ihre Qualitäten. Und die betteln sich hier um Platz 16 gerade. Das muss man sich mal geben. Das muss man sich echt mal geben. Eieiei. Jetzt bloß nicht das DRS verlieren wegen diesen zwei dummen Kurven hier. Das gibt's nicht. Wir müssen dranbleiben beim DRS. Also ich kann es mir nur so erklären, dass Bottas irgendein Problem hat. Der fährt doch sonst nicht so langsam. Aber wir sind natürlich glücklich, ganz ehrlich. Wir haben unter anderem auch Ricciardo hinter uns. McLaren übrigens das Team, das sich am besten weiterentwickelt scheinbar. Bei den F&Es. Also die waren ja am Anfang nur knapp über uns und jetzt sind die super nach oben abgehauen. Also Vettel versucht es wieder. Schafft es wieder nicht. Jetzt haben wir kein DRS mehr, aber gleich haben wir es wieder. Das ist halt wirklich das Ding. Vettel muss da vorbei, weil der Bottas bremst ihn extrem. Sobald Vettel an Bottas vorbei ist, werden wir Vettel nie wiedersehen. Deswegen bin ich ganz froh, dass Bottas ihn da bremst, weil da kann ich noch mitfahren, aber wenn es schneller wird, dann bin ich halt hier raus. Kommt uns natürlich entgegen, weil wir die weißen Reifen haben. Nachher haben wir die gelben. Und dann können wir Gas geben und hoffentlich aufholen. Und dann sind wir hoffentlich sogar schneller als Bottas und Vettel und können da noch vorbeiziehen. Dann wäre Platz 16 heute möglich. Und wenn Stroll vorne noch Scheiße baut, so wie wir ihn kennen, dann sogar Platz 15. Aber ich brauche das DRS wieder, verdammt. Ich bin knapp dran, aber ich hab's nicht. Doch, ich hab's. Gott sei Dank. Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden. Unser Teamkollege ist auch direkt hinter uns, das ist super, 2 Sekunden. Dazwischen sind aber die beiden Williams.
die zwei sollte halt mal kriegen. Unser Teamkollege sollte halt wirklich langsam mal schauen, dass er die beiden Williams bezwingt. Das wäre echt wichtig. Ai. Jetzt hat Vettel Bottas einkassiert. Ich glaube, das ist jetzt die Entscheidung gewesen. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass wir kein DRS mehr bekommen. Und das schadet uns natürlich enorm. Oder kontert Bottas da nochmal? Bottas kontert nochmal. Was für ein Fight zwischen Vettel und Bottas, den wir hier in der ersten Reihe sehen dürfen. Eigentlich fahren wir nur mit, um hier diese geile Action zwischen den beiden zu filmen. Ich warte ja drauf, dass die sich gegenseitig raushauen und ich gemütlich vorbeifahre. Und dann winke ich noch. Tschüss! Das wird irgendwann passieren. Wenn die so weitermachen, werden sich die irgendwann gegenseitig beschädigen. Ich sag's dir. Das halten die doch nicht so durch ohne Crash die ganze Zeit. Aber wir kommen nicht mehr ins DRS-Fenster rein. 0,2 Sekunden sind wir dahinter. Wir kommen nicht mehr rein. Das gibt's doch nicht. Bergauf sind wir so langsam. Man meint wirklich, wir schieben. Vor allem, wenn man diesen Boost, also die Überholtaste, nicht mehr betätigt bergauf, dann ist das so langsam. Ja, jetzt lösen sich die beiden von uns. Bottas und Vettel fahren uns jetzt davon. Das ist jetzt deutlich zu sehen. Wir können da jetzt nicht mehr rankommen. Jetzt heißt es für uns einfach nur, die Williams auf Distanz halten. Der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Ach Gott, diese zwei Kurven am Schluss sind echt die Hölle. War noch immer, war niemand in der Box, wie es aussieht, außer Ricciardo, weil er sein Auto beschädigt hat. Und wir werden wahrscheinlich wieder am längsten draußen bleiben, weil wir mit den Weißen unterwegs sind. Aber das dürfte jetzt eigentlich bedeuten, dass wir auf jeden Fall die Williams hinter uns lassen können. Denn wenn wir dann auf Gelb wechseln und die auf Weiß sind, sollten die uns eigentlich nicht angreifen können, wenn sie es nicht mal jetzt schaffen. Also die kommen ja auch jetzt nicht wirklich näher. Sind immer beide ungefähr eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden weg von uns. Also wenn wir dann quasi die Reifen tauschen, dürfen sie es ja erst recht nicht schaffen. Und ich schreibe es immer noch nicht ab, dass wir nicht später noch Vettel und Bottas kassieren. Ich schreibe das noch nicht ab. Wenn wir da jetzt einigermaßen den Abstand in Grenzen halten, dann glaube ich, ist das tatsächlich irgendwann mal möglich. Aber dann müssen wir besser fahren als jetzt gerade die letzten 2-3 Kurven. Denn sonst ist der Abstand gleich so groß, dass wir die gar nicht mehr sehen können. Die entwischen uns jetzt richtig. Mal 2-3 Kurven nicht erwischt und schon sind sie fast 4 Sekunden weg. Unglaublich. Und die Williams hängen uns jetzt im Heck hinten drin. Sind deutlich schneller, da wird es jetzt gleich einen Überholversuch geben. Okay, du hast eine Position verloren, bleib am Ball. So, und jetzt haben wir DRS bekommen, vielen Dank, aber er ist trotzdem schneller, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist der Williams schneller ohne DRS als ich mit DRS? Kann man es mal einer erklären? Alter, was für ein Duell hier gerade. Verzieh dich. Alter, es kann nicht wahr sein. Der hat nicht. Alter, was ein Duell hier. Hier wird gefightet wie um den WM-Titel. Keine Chance, der ist weg. Muss das DRS einfach nutzen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Alter, jetzt fährt mir da hinten rein. Geht's eigentlich noch? Ist der irre? Grüne Flagge. Okay, pass auf dein Tempo auf. Uns wurde mitgeteilt, dass das Safety Car. Oh, Safety Car. Okay. Wohl ein Problem mit mehreren stehenden Autos auf der Strecke. Okay, also Leute, ich habe vielleicht ein bisschen zu früh gebremst, aber so wie mir der hinten reingebrettert ist, es geht ja wohl nicht, Alter. So, was machen wir jetzt?
Wie lange kann man auf den gelben eigentlich fahren? Das ist meine Frage jetzt. Also ich wechsle jetzt auf jeden Fall auf die gelben, das ist ja logisch. Und dann wechsle ich nachher auf die roten, scheiß drauf. Ich hab die jetzt drin hier, die gelben, ne? Achso, ich muss ja Delta. Okay. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das Delta unterschreite, wenn ich in die Box fahre. Okay, er fährt auch in die Box. Das finde ich super. So. Also, wir nehmen jetzt die gelben. Ralf kommt in die Boxengasse. Ah, das Problem ist natürlich... Oh nein, der Teamkollege geht auch rein. Aber das große Problem ist natürlich, dass wir... mit den gelben nicht durchfahren können und die anderen, die mit gelb gestartet sind, wechseln jetzt auf die weißen und die können mit den weißen durchfahren. Aber ich werde nicht 24 Runden mit den gelben fahren können. Scheiße. Das heißt, wir müssen nochmal rein und uns die roten holen. Das ist natürlich richtig blöd jetzt für uns. Anders kann man es echt nicht sagen. Das ist richtig blöd für uns. Tja, wie lange kann man mit den gelben fahren? Das ist die Frage. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir müssen noch auf rot wechseln und die anderen fahren alle durch. Und wir werden keinen Boxenstopp aufholen, das heißt, wir werden letzter. Sehe ich das richtig? Naja, wir spulen jetzt erstmal vor, bis die Safety Car Phase vorbei ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gleich ist die Safety Car Phase vorbei. Das Safety Car war zum Glück nur eine Runde draußen. Und es gibt jetzt gleich den Restart und wir haben den großen Vorteil, dass wir natürlich jetzt die gelben Reifen haben und gegen die anderen Teams antreten, die größtenteils die weißen Reifen haben. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. So, den ersten haben wir schon einkassiert. Und im Normalfall dürften wir jetzt schneller sein als die meisten anderen Fahrer hier. Allerdings müssen wir wahrscheinlich auf DRS warten. Denn sonst haben wir keine Chance. Eieieiei. Mein Gott, jetzt werde ich von beiden Seiten angegriffen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Und keiner kommt vorbei. Nicht mit mir, Alter. Ich habe die gelben Reifen, jetzt werde ich jeder Boss. Jetzt werde ich mal hier zeigen euch, wo es lang geht. Jetzt wird hier richtig Rennen gefahren. Jetzt bin ich nämlich im Vorteil. Jetzt könnt ihr mit den weißen Krücken hier in der Gegend rumfahren, mit den weißen Schlappen. Und ich habe die geilen gelben. Werden wir jetzt mal sehen hier, wie sie ausgeht. What? Ricardo fährt in die Box, meine Güte. Scheiße. Wieder schön den Anschluss verloren, aber da vorne geht's richtig zur Sache. Bei uns auch. Ich mache mal kurz einen Seitenwechsel hier. What? Was geht hier ab, Alter? Wenn ich jetzt DRS hätte. Oh, jetzt kommt er wieder ran. Wir sind so langsam. Boah, was soll ich denn jetzt hier machen? Einfach außenrum, wenn nichts anderes geht. Einfach außenrum, an beiden außenrum. Wahnsinn. Geil. Beide einkassiert außenrum. So, wer ist der Nächste? Schumacher und Tsunoda sind die Nächsten. Ich kriege euch alle. Oh, was macht denn hier Zhou Guangzhou? Also die vier kriege ich auch noch, das sage ich euch. Dann sind wir Elfter. Aber wir müssen halt noch in die Box. Das ist halt das große Problem jetzt. Das Racing ist richtig geil. Am Ende ist das aber alles nichts wert. Wahrscheinlich. Weil wir noch in die Box müssen und die anderen alle nicht. Aber trotzdem biete ich euch jetzt mal hier geiles Racing und ich zeige auch, dass ich es auch kann, sozusagen. Dass ich auch gut racen kann. So, jetzt haben wir DRS, jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht hier die Luzi richtig ab.
Tsunoda hat hier jetzt keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance hat er. Jetzt kommt er wieder. Er ist halt einfach schneller. Das Auto ist halt einfach schneller. Was soll ich machen? Bleib an ihm dran. Vielleicht macht er einen Fehler. Ja, bleib an ihm dran. Natürlich bleib ich dran. Ich fahr vorbei einfach. Aber es ist halt katastrophal, wie langsam unser Auto ist. In der Geraden. Wir haben halt bei der Entwicklung nur aufs Aussehen geachtet und nicht auf die Geschwindigkeit, das ist das Problem. So, jetzt müssen wir wieder ranfahren hier, Schumacher ist der Nächste. Also ich glaube, dass ich die jetzt alle hier überholen kann, direkt vor mir, die drei noch. Die kriege ich noch, die drei. Danach ist eine Lücke, da weiß ich nicht, wer noch kommt, aber die drei kassiere ich noch. Weil ich einfach Reifenvorteile habe, ohne Ende. Die kann man halt einfach sehr gut ausspielen. Okay, das war uncool. Trau dich ja nicht. Er kommt wirklich innen rein jetzt, ne? What? Hör auf, jetzt kommt er hier. Er ist einfach schneller als ich. Was soll ich machen? Er ist innen gefahren, hat weniger Schwung und ist trotzdem schneller als ich. Beim Rausbeschleunigen. Das ist wirklich traurig. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich, mein Lieber. Ich krieg dich. Oh, wieso sind wir denn plötzlich 11? Da sind da noch welche in die Box gegangen oder was? Scheint so, sonst könnte ich jetzt nicht 11. sein auf einmal. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer noch in die Box geht und warum. Haben die sich alle wehgetan, also das Auto beschädigt oder... Oder warum gehen die teilweise noch in die Box? Jetzt war schon wieder jemand in der Box, jetzt bin ich 10. Wegen mir können wir jetzt abpfeifen, ich hätte einen Punkt. So, wir fahren da jetzt schön mit. Aber irgendwann wäre es gut, wenn wir mal den nächsten einkassieren könnten. Also ich könnte auf jeden Fall ein bisschen schneller fahren. Ein bisschen bremsen die drei nicht. Muss ich mal ehrlich sagen. Aber das ist ja klar. Ich habe jetzt die gelben Reifen und die haben die weißen. Vorher war es andersrum. Da habe ich die wahrscheinlich gebremst. Beziehungsweise ich bin natürlich denen nicht hinterhergekommen. Und das ist jetzt andersrum. Das ist natürlich geil, auch mal die Perspektive zu sehen. Aber das Vorbeifahren ist halt trotzdem nicht so leicht mit unserem langsamen Auto. Ja! Verdammt, eigentlich wollte ich den Boost, den Power Boost, gerade ein bisschen sparen, aber jetzt muss ich ihn wieder ausgeben, dass ich das DRS nicht verliere. Ich wollte gerade ein bisschen sparen, dass ich dann bei der nächsten Bergauffahrt alles raushauen kann und den Schumacher kassiere, aber jetzt muss ich noch eine Runde länger warten. Also Ziel ist es, in Runde 21 Schumacher in der Bergaufpassage vor Kurve 3 zu überholen. Darauf arbeiten wir jetzt hin. Wir haben jetzt eine Runde Zeit, ein bisschen diesen Powerboost zu sparen. Gleichzeitig müssen wir aber dafür sorgen, dass wir natürlich im DRS bleiben und wenn es geht, näher rankommen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Was für einen Plan willst du mir denn jetzt vorschlagen, du Hansdampf? Entweder Runde 27 oder Runde 28. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Okay, geht in Ordnung. Scheiße! Jetzt kommt er hier. Gut, zum Glück haben wir den schön ausgebremst.
Aber jetzt habe ich natürlich schön wieder alles verloren auf Schumacher. Weil der scheiß Ingenieur mit mir redet. Und mir irgendeine dumme Frage stellt, die völlig belanglos ist gerade. So, jetzt kommt die Runde, wo ich eigentlich überholen wollte, aber ich bin zu weit weg, glaube ich. Oder komme ich da noch ran? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ja, dann spare ich nochmal eine Runde. Bringt ja nichts, das jetzt rauszupulvern, wenn ich eh nicht vorbeikomme. Da bin ich zu weit weg, ganz klar. Gelbe Flagge. Oh, nice. Gelbe Flagge ist immer gut. Alter, hört bloß auf. Oh, da ist jemand langsam. Nice! Magnussen ist raus. Grüne Flagge. Alter, was für ein geiles Rennen ist das eigentlich. So, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wann wir reinfahren. Ich würde natürlich am liebsten jetzt noch auf einen Safety Car hoffen. So wie jedes Rennen. Weil dann würde ein Boxenstopp natürlich nicht so wehtun, aber andererseits, die Frage ist natürlich auch, macht es Sinn, auf Rot zu wechseln? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,2 Sekunden. Da kann man eh nicht so viele schnelle Runden fahren. Oder... bringt nichts. Ich werde einfach so abgehängt von denen in der Geraden. Selbst wenn ich den Boost und DRS raushau. Das ist unfassbar. Also ich komme jetzt nicht mehr weiter nach vorne. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt dann schon wechsle. Nämlich auf die gelben. Und dann habe ich wieder frische gelbe und kann nochmal richtig angreifen. Weil die roten bringen mir halt nicht viel. Da kann ich 4 gute Runden fahren und danach sind die richtig scheiße. Ich muss langfristig denken. 14 kann man mit den gelben locker fahren. Aber lass uns mal so 12 anpeilen. Dann fahre ich in der 24. rein. Und hoffentlich gibt es in der 24. Safety Car. Dann können wir in die Punkte kommen. Wenn es ein Safety Car gibt, bevor wir in die Box fahren, dann fahren wir in die Punkte, Leute. Das sage ich euch. Könnte ein historisches Rennen für unser Team sein. Jetzt überholt mich der. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Keine Chance, Alter. Was soll ich machen? Ach, sind einfach alle schneller als ich. Keine Chance, Alter, beim Rausbeschleunigen. Als würden wir hier mit irgendeinem Dreirad fahren. Kann's doch nicht sein, ey. Komm schon. Mann, da jetzt. Ich muss meinen Leuten jetzt natürlich noch sagen, dass ich dann die gelben will. Oh nein, die sind schon verwendet. Ich habe keine frischen gelben mehr. Scheiße. Ja, wie hart sind die denn verwendet? Kann mir das einer sagen? Nicht, ne? Scheiße. Scheiße, dann muss ich doch die roten nehmen. Ja gut, dann muss ich lange warten. Dann warte ich sehr, sehr lange bis, weiß ich nicht, bis zur 28. oder 29. Jetzt, ich merke halt, dass die Reifen jetzt schon nachlassen. Deswegen hätte ich gerne neue gelbe Reifen gehabt, aber alte gelbe nehme ich natürlich nicht. Oh Gott. Eieiei, Tsunoda ist jetzt auch wieder vorbei. Ja, es hapert jetzt ein bisschen bei uns. Ja,
Leider konnten wir dem Trio jetzt nicht mehr folgen und verlieren zwei Plätze stattdessen. Aber wir sehen endlich mal richtig geiles Racing um Positionen, um Punkteplätze, auch wenn wir die nicht halten können, weil wir eben nochmal rein müssen. Bin gespannt, ob wir irgendjemanden hinter uns lassen oder ob wir einfach Letzter werden. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Nee, ich fahre nicht mit Mediums weiter, du Horst. Muss ich dir jetzt nochmal sagen, ne? Weil du es nicht raffst. So nämlich. Neue rote will ich haben. Und gerne ein schnelles Auto würde ich gerne haben. Könnten wir das auch hinkriegen kurz? Ich verliere die ganze Zeit in der Geraden. Schaut euch mal an, wie die mir davonfahren. Können wir die Leute, also Bottas hat aufgeschlossen zu dem Trio und Tsunoda wird das jetzt auch tun. Ich würde halt auch gern dorthin aufschließen, aber ich komme da nicht mehr ran. Ich glaube, ich komme da nicht mehr richtig ran. Komm schon. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, das merke ich schon. Danke für die Information. Scheiße. So, wir speichern jetzt mal schnell. Ich habe Schiss, dass das Teil einfriert. Das passiert ja tatsächlich häufiger bei F1 22 und weiter geht's. Jetzt hängen uns dann gleich wieder die beiden Aston Martins hinten drin. Oh, wie geil das wäre, wenn wir jetzt nicht mehr rein müssten und mit denen wirklich um die Positionen kämpfen würden. Aber es ist leider nicht so, Leute. Ich muss euch die Illusion nehmen. Wir werden wahrscheinlich am Ende Letzter. Also Magnussen bleibt noch hinter uns, weil der ausgeschieden ist. Aber ansonsten... Irgendjemand ist noch ausgeschieden, glaube ich. Aber ja, ja klar, es sind noch 20. Also zwei sind ausgeschieden. Ich glaube halt, dass wir 20. werden, so bitter das auch klingt. Aber ich sehe nicht, wie wir da jemanden hinter uns lassen sollen. Obwohl wir hier echt geiles Racing jetzt gemacht haben. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,9 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Er ist auf Rang 16. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,09,9. Ja, also wir haben 10 Sekunden Vorsprung auf den 16. Das ist unser Teamkollege. Wir werden ja auf jeden Fall 25 Sekunden oder so beim Boxenstopp verlieren. Also das könnt ihr euch ja vorstellen, wie das dann ausgeht. Und wir haben einfach keine Chance beim Rausbeschleunigen. Der Stroll hat die Innenbahn, ich habe die äußere Bahn, bin eigentlich schneller. Und Stroll beschleunigt so viel schneller raus. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Aston Martin, das gibt's doch nicht. So, ich glaube, die nächste Runde gehen wir rein und holen uns die Roten. Und dann schauen wir mal, dann lassen wir uns überraschen, was so passiert. Ne, wir gehen jetzt rein, der sagt ja auch jetzt schon. Komm, dann gehen wir jetzt rein. Oh, Stroll, was macht der? Ach, scheiße. Ich dachte, der geht auch rein. So, rein jetzt da. Aber zack, ich. Bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Aber wir werden zurückfahren auf Platz 20, das können wir davon ausgehen. Oh Gott, und Stroll und Vettel kratzen an den Punkten, das wäre echt das Super-GAU. Das wäre echt das Schlimmste, wenn jetzt Aston Martin Punkte holt. Keine Boxenstopps mehr geplant. So, wir sind auf Platz 18. Ja, schau mal her. Wer ist denn hinter uns? Also mal ganz kurz. Wer ist denn bitte noch schlechter als wir, obwohl wir einen Stop haben? Einen Stop mehr. Alter. Russell und Norris haben viermal gestoppt. Was machen die denn? Okay, die sind hinter uns, aber die sind natürlich viel schneller. Die werden uns noch überholen. Die anderen beiden sind ausgeschieden. Vor uns ist Latifi.
Wo ist denn... Ach, Albon. Ah, Albon ist raus. Yes, das ist natürlich sehr gut. Unser Konkurrent. Okay, das heißt, unser großes Ziel ist, Latifi zu überholen, weil das ein Williams ist. Und Boschung ist nämlich auch da vorne. Alter, geil, der ist 14. Okay, super. Also, wir müssen auf jeden Fall Latifi überholen und Boschung wird am Ende 14. Das wäre für uns super, wenn Aston Martin nicht in die Punkte kommt. Weil Aston Martin, wenn in die Punkte kommt, dann ziehen die absolut davon. Die ziehen ja jetzt schon davon, wenn die 11. und 12. werden. Aber wenn die in die Punkte kommen, dann sind sie ganz weg. Also Tsunoda halt durch, Alter. Aber ich fürchte fast, dass der Vettel noch vorbeizieht. Ich fürchte wirklich fast, dass der Vettel noch vorbeizieht. So, und bevor ich es vergesse, ich speichere nochmal. Sorry, Leute, aber es muss einfach sein. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu spielen. Das ist zu anstrengend. Und go. Jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus, die letzten 8 Runden. Mit den roten Reifen. Richtig einen raus haben wir da jetzt. Den Latifi müssen wir noch kassieren. Wo ist der? Ist es der da vorne oder was? Dann hat er ja gar keine Chance gegen mich. Da vorne ist er. Den hol mal locker ein, Alter. Russell hinter uns. Der ist die schnellste Runde gefahren. Der wird uns gleich sowas von einkassieren. Der hat auch noch die roten. Alter, Russell wird jetzt alle gleich zerficken. Oh, wie angenehm die neuen roten Reifen sind. Oh, ist das angenehm. Das ist ja wie, wie eine Kaffeefahrt. Ganz gemütlich. Russell, neue schnellste Runde. Der wird gleich so abgehen hinter uns. Okay, Latifi hat nicht den Hauch einer Chance. Den müssten wir jetzt hier eigentlich locker kassieren. Der kann unmöglich hier eine Chance haben, sich zu verteidigen. Muss mir bloß Platz lassen, der Kerl. So, ich lasse dir auch Platz, aber du wirst keine Chance haben, außer du beschleunigst jetzt. Selbst mit den weißen schneller raus. Nee, macht er nicht gut. So, also der ist jetzt wieder schneller als ich. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Unfassbar, wie langsam wir sind. Immer wieder faszinierend. Also Russell wird jetzt Latifi auch gleich einkassieren. Und wir haben jetzt vor uns wen? Ricciardo. Okay, den kassieren wir auch noch, weil den sehen wir ja. Und der hat auch die harten. Also den kassieren wir auf jeden Fall auch. Okay, wir werden nicht letzter. Wir werden tatsächlich noch ein paar Plätze gut machen. Die Frage ist, wie weit ist dann Gasly weg? Müssen jetzt erst ins DRS mal kommen und dann überholen wir Ricciardo absolut problemlos. Gasly ist 4 Sekunden weg. Ich würde mal sagen, den können wir auch noch kriegen. Definitiv. Und ich gehe mal davon aus, dann ist unser Teamkollege auch nicht mehr weit. Jetzt kommt Russell. Alter. Fahr vorbei, komm. Russell. Macht keinen Sinn, jetzt hier hinter mir zu sein. So, ich fahre mit Russell gemeinsam jetzt nach vorne. Das ist mein Plan. Russell ist meine Lokomotive und ich fahre mit ihm gemeinsam nach vorne. Alter Russell, jetzt mach keinen Scheiß, fahr. Du bist meine Lok. Ich weiß natürlich nicht, wie alt seine Reifen sind. Vielleicht hat er richtig scheiß Reifen. Na gut, er ist gerade die schnellste Runde gefahren. Das kann eigentlich nicht sein. So, der Russell zieht uns auf jeden Fall mit DRS jetzt dann nach vorne. Der wird wahrscheinlich den Ricciardo direkt Startziel wegsnacken. Alter, wie schnell der dem jetzt ins Heck gefahren ist. Unfassbar. Der kassiert den sofort Startziel ein. Schau dir das an. Unfassbar. Da sieht man mal die Unterschiede. What? Alter, ist noch nicht vorbei. Ich glaub's nicht, Alter. Kann doch nicht dein Ernst sein. Alter, was ist denn jetzt hier los? Habe ich jetzt irgendwas verloren? Wahrscheinlich schon. Scheiße. Der soll jetzt den vorbeilassen. Was kämpfst du denn gegen den? Du hast doch eh keine Chance. Lass ihn doch vorbei und fahr weiter schnelle Runden, anstatt jetzt hier rumzukämpfen, so sinnlos. Und Platz 16. Lass den armen Russell vorbei. Und mich? So, jetzt nämlich. Nächste bin ich. Ricciardo. Nur, dass du das weißt. Fahr! Brems nicht so in der Kurve, Alter. Da will ich ein bisschen Schwung holen.
Oh, jetzt krieg ich dich, mein Lieber. Jetzt krieg ich dich, mein Lieber. Und wie ich dich krieg. Nicht den Hauch einer Chance hast du. Alter! Gib doch mal auf, wenn du keine Chance hast. Kriegt DRS nicht. Jetzt hat er DRS oder was? Verpiss dich. So, wir sind 17. Okay, Russell ist vor uns, den kriegen wir natürlich nicht. 1,7 Sekunden. Aber... Oh, jetzt ist Boschung da vorne. Okay, Gasly hat Boschung überholt. Das heißt, wir können Boschung noch kassieren. Das wäre natürlich gut, weil ich möchte natürlich meinen Teamkollegen schlagen. Trotz einen Boxenstopp mehr. Das ist natürlich schon eine gute Leistung heute von uns, würde ich sagen. Wir haben richtig geile Fights gehabt. Und haben dann am Ende echt ein gutes Ergebnis eingefahren. Also hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich glaube, zum Zuschauen war das bis jetzt auch der beste Grand Prix, den wir hier abgeliefert haben. Aber Boschung 2,8 Sekunden, den kriegen wir noch. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Und Gasly müssen wir mal schauen, wie weit er dann weg ist. Aber Boschung wird kein Problem für uns sein. Aber Russell... Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Und, oh, ist Bottas in die Box. Nice, wieder ein Platz, gut gemacht. Mit Bottas haben wir doch vorher einen Fight gehabt, oder? Und der ist jetzt so weit zurückgefallen. Also klar, wir haben mit den Roten, sind wir natürlich jetzt viel schneller gefahren, als er gerade mit seinen Weißen gefahren ist. Und deswegen sind wir jetzt klar vor ihm. Der wird uns jetzt auch nicht mehr einkassieren. Und wir hängen jetzt Ricciardo ab. Die haben alle keine Chance, weil wir so überlegen sind jetzt mit den roten Reifen. Das ist wirklich sehr, sehr gut simuliert. Das gefällt mir. Endlich sind wir mal überlegen. So, also Boschung muss jetzt dran glauben und ich hoffe, dass wir Gasly noch kriegen. Das wäre echt geil. Aber Boschung ist jetzt echt ein Muss, dass wir den noch kriegen. Dann hätte ich wieder die drei, die ich hinter mir lassen muss, tatsächlich hinter mir gelassen, die beiden Williams und den Teamkollegen. Das ist immer Mindestaufgabe, die ich eigentlich habe. Oh Gott, Gasly kämpft vorne mit Russell, richtig geil. Wieso kriege ich kein DRS, Alter? Okay, Gasly kriege ich auch noch. Dann wäre ich 14., Alter. Komm, Platz 14 ist jetzt das Ziel. Platz 14 ist das Ziel heute. Sag ich ganz ehrlich. Alter, wie schnell ist denn Boschung beim Rausbeschleunigen? Das gibt's doch nicht. Oh, vielleicht schießen sich die beiden ab und wir kommen beide vorbei. Das wäre so schön. So, jetzt mach Platz bitte. Mein Jung. Alter, er macht nicht Platz, er macht nicht Platz, er drängt mich raus. Den feuer ich nach der Saison. Wenn der jetzt dem Chef hier nicht Platz macht. Mach dem Chef jetzt Platz. Ich glaub, es hackt, Alter. Mach mich jetzt echt nicht wahnsinnig, Boschung. Mach mich nicht wahnsinnig. Mach uns nicht unglücklich. So, nämlich. Und jetzt müssen wir den Gasly noch kriegen. Da vorne ist er. 1,6 Sekunden ist er weg. 1,7, weil wir jetzt so scheiß langsam rausbeschleunigen. Den müssen wir noch kriegen. Wir haben noch diese und die nächste Runde. Das schaffen wir noch. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diese reinkommen bis zum Ende der Runde ins DRS-Fenster. Alter, jetzt kommt Boschung wieder. Willst du mich verarschen? Du bist doch eindeutig langsamer als ich. Hör doch auf, mich zu ärgern. Trottel. Alter, Boschung, hör auf jetzt! Boschung, es geht nicht gut aus für uns, wenn du so weitermachst. Scheiße, ich habe nur noch eine Runde gleich Zeit. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Kriege ich den noch? Boah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, der ist weit weg. Ich habe kein DRS, 1,4 Sekunden, ich will den Gasly noch kriegen! Verdammt! Verdammter Gasly. Sainz gewinnt.
Ah, den kriege ich nicht mehr, der ist zu weit weg. Die Roten lassen jetzt auch langsam nach. Den werde ich nicht mehr kriegen. Ich hoffe, dass Boschung wenigstens vor Ricciardo bleibt. Denn Platz 15 und 16 ist für uns echt ein Top-Ergebnis. Wir haben beide Williams hinter uns gelassen. Schade ist, dass die Aston Martin so gut sind. Ich hoffe wirklich sehr, dass die nicht in die Punkte gekommen sind. Wehe, da ist einer von denen Zehnter geworden, weil dann sind die endgültig weg in der Konstrukteurs-WM, dann kriegen wir die nicht mehr. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,2 Sekunden. Ja, das haben wir jetzt aufgegeben, das ist okay. Wir werden 15. nach einem richtig geilen Rennen. Wir haben einmal mehr gestoppt als die meisten. Und wir haben einen richtig geilen Fight geliefert. Wir werden 15. Unser Teamkollege wird hoffentlich 16. Damit können wir doch sehr, sehr zufrieden sein. Alter, war das anstrengend. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Scheiße, Stroll ist 10. geworden. Wie kann denn Stroll hier einen Punkt holen, Alter? Jetzt hat Stroll einen Punkt und Vettel nicht. Das ist ja wohl ein Joke. Der hat Alonso noch kassiert. Unfassbar. Wir waren dran an Guanju, an Tsunoda und an Schumacher. An den dreien waren wir dran. Und dann mussten wir in die Box. Ah, es ist so bitter. 16 Sekunden sind wir jetzt hinter den dreien reingekommen. Boxenstopp kostet wahrscheinlich 25 Sekunden. Also wir waren echt gut unterwegs heute. Uns hat halt das Safety Car nicht geholfen. Das kam zur falschen Zeit. Deswegen hatten wir zwei Stops. Wir sehen das hier. Die meisten anderen hatten bloß einen Stop. Wahnsinn, natürlich Russell, der mit drei Stops noch 13. wird, aber das ist halt ein Wahnsinnsauto, der ist auch an 3 gestartet. Aber die anderen alle einen Stop gehabt, wir haben 2 gehabt und das wirft uns halt nach hinten. Ich meine, Ricciardo und Bottas hatten auch 2 Stops und die haben wir hinter uns gelassen. Also das ist ein gutes Rennen für uns gewesen. Wir haben einen Teamkollegen geschlagen, wir haben beide Williams geschlagen. Wir können damit echt zufrieden sein, muss man so sagen. Jetzt schauen wir uns mal die Rangliste kurz an. Nämlich die Konstrukteursrangliste, da sehen wir jetzt, dass Aston Martin den Punkt endlich hat. Und dadurch entfernen sie sich natürlich von uns. Aber wir dürfen nach dem heutigen Rennen eigentlich relativ safe vor Williams bleiben, wenn Williams nicht einen Punkt holt. Okay, jetzt ist der Controller sowieso aus. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. Das war unglaublich aufregend. Das war ein richtig geiles Rennen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sleven streamt Sport.